Jö, dann mal weiter in unserem New Game Plus. Wir haben einen Barbarenkönig, einen Spellsword und einen Hokage. Ja, Hokage. Ich glaube, ich nehme einen Hokage. Und der ist flexibel und grölt gerne rum. So, 4560. Erstmal gucken, was der Gerogon aus der Vergangenheit so angestellt hat. Da nichts Neues und Runen, glaube ich, war auch nichts Neues. Hat doch einmal Level runter, die ich ja wirklich bei dem New Game Plus Plus mal hätte benutzen sollen. Aber na gut, jetzt ist vorbei. Jetzt ist Zeit zum Grinden. Und 1-2-mal Rüstung erhöhen. So. Also ja, Rüstungsklasse erhöhen, Crit-Chance erhöhen, Crit-Schaden erhöhen, damit wir später den Umschwung von Paladin, von Hokage auf Paladin oder Barbar besser hinbekommen. So. Aber erst müsst ihr sterben. Oh, schön, viele Münzen. Ich mag den New Game Plus. So. Oh. Na komm. Na komm. So. Okay, ein Kreuzgang. Und noch ein leerer Raum. Komm schon, ich will töten. Oh. Ja, nee, an die kommen wir nicht ran. Swush, swush. Springen, springen. Was zur Hölle ist das für ein Dungeon? Lauter leere Räume, die eigentlich nur Verbindungsgänge sind. Oh. Oh, warum machst du es gleich dreimal? So nicht, mein Junge. Au. Oh. So, stirb einfach. Was? Ich konnte das Ding aufmachen, bevor es auf den Boden angekommen ist. Aber okay. Ich dachte, bei den Bossen kommen immer Stat-Boni bei raus. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal eine Weile ganz vorsichtig sein. Bis wir wieder ein paar Lebenspunkte haben. Aber Sky Sword, ich glaube, das war wieder so ein doofes Ding, das nur irgendwelche besonderen Boni gebracht hat und nicht einfach nur mehr Schaden, was ich hier gerne habe. Hopp, 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 hopp. Oh. Swoosh. Diamanten, sehr schön. Auch wenn mir Hühnchen lieber wären. Und da ist doch eins. Zap, zap. So, schon 3000 Gold im Sack und Dragon Bracers. Ah, sehr schön. Das neue Equipment taucht langsam auf. Dragon Bracer und Dragon Zeug, einmal war das schwarze und das rote. Bitte kein, bitte kein. Ah, okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Und Übergang zum Maya-Bereich. Gucken wir mal kurz rein. Drei Schläge. Ja. Oh. Dafür war ganz viel Gold. Und du warst auch nur zwei Stück. Ja, das ist machbar. Das ist gut machbar. Vor allem, wenn die Augen One-Hit sind. Das wäre, glaube ich, unser größtes Problem, wenn wir jetzt schon auf Paladin Barbar umsteigen würden. Dass wir die Projektilschmeißer nicht so schnell runterbekommen. Also zwei, dreimal auf dem Auge hauen, das, nee. So. Gut. Oh. Nein, das war zu wagemutig. Nein, kein Glücksspiel. 4600. Das ist eine Fake-Kiste da unten. Du bist schon mal, ah! Ich... Asswölfe. Na. Wo? Das. Okay. Ist irgendeiner von euch noch fake? Es sind mir irgendwie zu viele Bilder hier in dem Raum. Nee, alles okay.
Ja, man wird dezent paranoid. Aber ich glaube, das ist auch die Absicht von der Burg. So. Komm schon, Hühnchen. Hühnchen oder eine Kiste mit einer Blutrune. Oh, nein, nein. Nicht wieder so. Ich will nicht bei einem Hund sterben. So eine Pflanze ist doch gleich viel attraktiver. Von irgendwelchen grünen Kühlchen totgespuckt zu werden. Kein Schaden. Ich darf also töten. Hab nur kein Mana mehr. Oh. Komm her. So. Komm schon, irgendwo muss doch ein Hühnchen drin sein. Oh. So. Dich kriegen wir auch noch klein. So. 8000 Gold. Oh. Du triffst mich. Trifft mich, ja. Nein! Chrism, 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 Chrism. Genau, ich könnte es nicht besser sagen. Geh mal die dritte. Archmage, Spelunkette. Spellsword. Ich nehme mal die Spelunkette. Alles, was nah dran ist, ist weitsichtig. Das mag ich echt nicht. Nee, komm. Assassin, Spellsword, Assassin. Kennt keinen Schmerz, bewegt sich schneller. Schubst Gegner weiter weg. Na gut, nehmen wir mal dich. 8000 Gold. Dafür gucken wir doch mal, ob der Dragon Bracer da ist. Und das Schwert macht... Oh, macht doch mehr Schaden. Ja, sehr schön. Du bist gekauft. Und Bracer... Weniger Rüstung, aber viel mehr Magie. Wir bräuchten aber vorher noch einmal Gewicht. Das ist okay. Wir spielen hier eh gerade ein Space Horde. Da wäre mehr Magie doch echt eine feine Sache. So. Zack. 73 Magie. Sehr schön. Und noch mehr Mana wäre bestimmt schick. Ja. Auch wenn es nur einmal war. So, er hat Sensen. Die brauchen 14 Mal, das heißt, wir können viermal schießen. Und dann müssen wir einmal mit dem Schwert zuhauen. Okay. Na, gucken wir mal. Hauptsache, es kommen so 1-2000 Gold zusammen, dann ist alles gut. Und das sind ja fast 1-2 Kisten, also, ja, müsste hinhauen. Zing, zing. Das ist bestimmt wieder so ein Stachelraum, oder? Ja, ich kenne noch meine Stachelräume. Quietsch. Oh. Hahaha. Okay. Oh, ach, hier sind noch mehr davon. So, so. Wow. So, Riesensensen. Sehr schön. Und was für ein Clown bist du? Du bist der Axtwerfer-Clown. Der ist okay. Jo, ganz viele Ziele. Wir hätten gerne... Ich probiere mich mal jetzt irgendwo hinzustellen, wo ich es mir auch merken kann. Also ich springe hoch. Mach so. Bleib stehen. Mach so. Man kann nicht schummeln. Nee, ich kann nicht meine Spezialattacke benutzen. Okay. Ja, das sind mehr als 10. Na, aber hey, 420 Gold. Swoosh, swoosh. Dich nehmen wir nicht mit. Komm schon, ich brauche irgendwas zum Anhauen. Genau, dich zum Beispiel. Ja, habe ich erwähnt, dass ich euch nicht mag? Ich mag euch echt nicht. So, jetzt kann ich die Riesenklingen benutzen, die aber fast keinen Schaden machen und
Ja. So. Ich hau die einfach tot. Komm schon. Ja, ich bin, glaube ich, wirklich ein wenig zu sehr auf den Kampf fixiert. Mit den Zaubersprüchen kann ich nicht so wirklich gut umgehen. Aber gut. 360 Leben hat er maximal. Was geht hier eigentlich? Achso, hier geht's gar nicht weiter. Wo geht's denn weiter? Oh, 10. Links. Okay. Ups. So. So, den habe ich schon mal. So. Kaputt. Sehr schön. Oh ja, doch. Ist alles machbar. Oh. Aber ich hätte lieber einen anderen Zauber gehabt. Mit den Klingen kann ich. Boah, nö. Mit den Klingen kann ich nicht so gut zielen. Ja, Übergang zur Hölle. Na gut. Ja. Oh. Sehr schön. Ja, doch, gefällt mir. Also ich würde echt gerne mal genug Gold überhaben, um auch Magie und Magie-Schaden zu erhöhen. Und ein bisschen mehr diese anderen Klassen hier spielen. Auch der Magier und der Lich. Mit der richtigen Ausrüstung und den richtigen Skills wäre es bestimmt richtig schick. Vor allem wäre es auch mal ein ganz anderes Spielen, als einfach immer nur den Gegner versuchen, mit irgendwelchen ganz großen Schwertern zu treffen. So, aber apropos Gold. Wir haben schon mehr als die geforderten 1500 oder was. Also ist alles gut. Jedes bisschen, was wir jetzt kriegen, ist positiv. Und wenn wir sterben, sterben wir halt. Wow. Ich glaube, das größte Problem, was wir momentan mit dieser Klasse haben, ist der geringe Mana-Pool. Also der Schaden ist schon fast okay von den Zaubersprüchen. Aber wir können sie halt nicht so oft sprechen. Also den großen jetzt zweimal, wenn ich es richtig sehe. Vollen Mana-Pool. Da hast du bestimmt irgendwo einen Zombu, oder? Nee. Oh, aber da ist eine Kiste. Schwing. Balance, Rune, Helm. Balance war Mana unter P. Schwusch. Zing. Zing. So. Gott verdammt. Oh, und da ist ja noch so einer. Und ein doofer Ritter und überhaupt. Quietsch, quietsch. Ich mag kein quietsch, quietsch Geräusch, wenn ich eine magiebasierende Klasse spiele. Stirb endlich, so. Das Wegschubsen ist auch praktisch, wenn man Magier spielt. Knochen kommt. So. Du stirbst jetzt bitte mal. Oh. Ja, Lebenspunkte sehen ganz schön mau aus. Und wir sind tot. Sir Murdoch hier von einer Guardbox. Halbe Reihe, ein bisschen mehr. Assassin, Spellsword, Barbarenkönigin. Schmeißt Gegner weiter weg. Wird aber so gut wie gar keinen Schaden machen. Also okay. Ich probiere jetzt mal genau das Gegenteil von dem, was wir eben gemacht haben. Also in der Hinsicht, dass Dingensbummens. Wir einfach lange durchhalten und mehr Kisten öffnen. Und Gegner so gut es geht halt ignorieren. Und jetzt erhöhe ich mal Crit Chance und Mana. Genau das, was ein Barbar also braucht. Obwohl, warte mal, wir könnten das echt noch kurz umändern. Und zwar das hier zurückwechseln zu den hier. Ich muss mir allgemein viel mehr angewöhnen, die Runen und die Ausrüstung den Charakteren anzupassen. Also noch ist es ja absolut kein Problem, weil es ist ja nur New Game Plus und so, aber später werde ich mir mit der richtigen Kopf machen müssen. So, also, Gegner ignorieren,
Fässer und der anderen Art ruhig zerstören wie ein Gold. Ja. Ja, gerade Doomwasser können gerne ignoriert werden.